Outrider das Spielen im Spiel und im echten Leben auf Zombie-Apokalypse hoffen und wieder mal die nächsthärtere Stufe probieren und schauen, wie sehr ich eingehe. Bei den Bögen von Enoch. Fähigkeiten habe ich keine, nur Shotgun to the face, ins Gesicht und Gun and Run und Rollen und neue Ausrüstung testen und hoffen, dass ich nicht zu sehr eingehe. A deep humming noise reverberating from deep within the forest. It comes and goes, but during our journey it has grown louder. And next to this gate it is more piercing than ever. Outrider, I need to know the cause of this. Jedes Mal bei Monster Maps sehe ich schon das erste Thumbnail überhaupt. Die Dschungelpartien schauen sehr gut aus, die Wüste auch. Hat was Antik-Römisches. Neue Shotgun ist am Werk, neue Rüstung. Und wir schauen, ob wir überleben oder ob wir schnell mal eingehen. Ich glaube, diese Map habe ich auch schon auf YouTube gespielt. Ich glaube, ich bin jetzt schon ziemlich sehr durch mit allen. Es ist nur die Frage. Die Vibrationen sind am Massage liegen. Mit Monstern, die dich massieren. Ah, macht schon mal nicht so einen schlechten Eindruck, die Shotgun. Ich meine, das sind die kleinen Monster, die ich anschieße, also wenn die nicht sterben. Ich habe ganz vergessen, was die Effekte sind. Irgendwas Explodierendes auch. Wie bei den meisten guten Waffen macht's Boom und es explodiert auch nachhinein. Schießt ein bisschen schneller und ich muss nicht auf Kugeln achten, die in die Luft fliegen, damit ich extra Schaden mache. Oh, jetzt schauen wir mal. Ja, keine Ahnung, vielleicht macht es doch nicht so viel Schaden. Und ich lecke leicht. Zwischendurch braucht das Spiel ein bisschen zum Aufwärmen. Oh, raus da. Danke. Oh wow, ich bin ausgewichen, fast versprochen, das wäre nicht so schön gewesen. Ja, ich weiß nicht, ob ich so ein Fan von der bin. Halt ein kleiner Monsterkiller. Ob, das sollte ich nicht im Kreis drin stehen. Wow. Die ist die wahre Shotgun. Die automatische. Ja, daneben. Zweiter Swipe auch. Nur vom Großen mal. Hier ist ein Ring. Kleinen lassen wir für Leben übrig. Falls ich es brauche, wie jetzt. Okay. Komm schon. Wow. Ich glaube, es spawnen eh wieder welche. Schaut so aus. Ist eigentlich immer gut bei den Monstern. Bin ich noch vor Kanonen und Granatenfutter. Ab raus aus dem Kreis. Nett, bin wieder reingehupft. Ich sehe nichts. Wow. War keine gute Ecke. Wow. Ich werde ziemlich eingeengt gerade. Und roll da auch die ganze Zeit irgendwo runter. Und rauf. Da ist Muni. Habe ich Zeit zum Nehmen? Ja, sehr schön. Gehen wir wieder mal scheiß Gas da. Können wir alles vernichten. Laufräumen. Das wird wahrscheinlich wieder ewig dauern. Auf der hohen Stufe.
Und alles in den Rücken. Nice. So, Monsterrücken. Kann schon entzücken. Eigentlich nicht, nein. Ich nehme es zurück. Auf keinen Fall. Nur der kleine Hund da unten. So, kommt noch eine zweite Welle nochmal. Nein. The gate opened. The gate opened. Da kann. Nice view. Macht's mal auf da. Ah oh, ja, ich erinnere mich. Das wird wieder dauern. Am besten gleich mal ausmachen, wo die Muni liegt. Die Cutscene war übertrieben. Ganz wichtig. So ein Teil habe ich noch nie gesehen. Gut, dass sie es mir zeigen. Da hinten lag die Muni. Muni läuft immer schneller aus da. Wow. Netter Jump. Ich glaube, bei meiner neuen Rüstung habe ich mehr in den Teleport, den Mass Effect Vanguard Charge eingesteckt. Überhaupt mit Abklingzeiten und so habe ich, glaube ich, mehr gemacht diesmal. Was auch wichtig ist. Damit das mein Leben wieder aufsaugt. Nettes Poncho. Naja, doch. Outfit gefällt mir schon besser als das letzte, was ich gehabt habe. Die Shotgun schaut auch irgendwie nice aus. Jetzt so ein Doppellauf-Ding. Au, hat gerade abgelenkt. Oh, hoffen wir es, Großer. Machen wir schnelle Sache mit dem. Schnelle Sache ist töten. Und konzentrieren versuchen. Und wahrscheinlich Muni holen gleich mal dann. Where is Muni? Don't hide it. Oh. No more. Wow. Ja, wurscht, Spezialfähigkeit. Machen wir es halt schnell. Aber auch ein bisschen Spezialmunität. Spezialmunition, Magazine. Jetzt, wo Boss kommt, wahrscheinlich. Ah, vier Runden, keine drei, genau. Ah. Können wir halt Aussicht genießen, wenn es so lange dauert mit den Monstern. Yep, da ist auch der Boss. Gleich ein bisschen angehittet. Wow. Gleich mal mehr anhitten da. Schauen, dass die schönen Granaten am Boden verteilt liegen. Weil die am meisten Schaden machen. Teleportieren bitte. Nein, okay. Ach, schon wieder sein Kreis. Ich nehme mir mal einen kleinen vor. Ja. Meisterschaft. Adlauge. Klingt nach einer Shotgun. Auftragfähigkeit. Du. Dort. Und den Rücken gehoben. Granaten sind auch geflogen. Sehr schön.
wieder in den Rücken gehupft. Ach, jetzt macht mein Kreis meinen Dom. Und in den Rücken gehupft. Den kleinen machen wir weg. Und Muni holen wir mal gleich. Dann sind wir voll. Und alles wieder in den Rücken. Tja, jetzt. Netter Versuch. Komm gleich nochmal. Ja, ja. Ich glaube, wir sind fertig hier. Sein Kreis ist noch da. Oh, komm schon. Oh, wir sind nicht fertig. Was habe ich gesagt? 4 Runden. Natürlich 4 Runden. Was sonst? Vielleicht ist das eben nur eine schnelle 4. Auch. Nein, das ist nicht. Das sind auch schon die Großen. Bleibt Granatenschaden. Bleibt durchschießen. Und die sind schon abgeschlachtet. Ha. Bis jetzt fühlt sich noch nicht nach Schwierigkeit an. Aber bis jetzt waren noch keine fliegenden Gegner. There's a storm brewing. I need to hurry. Aber ich glaube, die kommen jetzt. Ich glaube, demnächst gibt es fliegende Gegner. Kann ich Bonus durchrollen? Ne, die Rüstung ist auch schon weg. Yep. Ich hab ein gutes Gefühl hier. Oh ja, ich erinnere mich. Das wird dauern. Das wird dauern. Machen wir ein paar kleine weg. Und können wir die großen rauflocken, bevor ich die kleinen weiter weg mache. Wenn ich ein bisschen Granatenschaden gönnen kann. Ja. Okay, der hat mich doch gar nicht getroffen. Au. Oh. Immer schon im Kreis rennen. Oh, und schon weiter rollen. Das war's schon wieder fast mit der Munition. Oh, Granatenschatten gibt's. Und einer ist schon bald weg von beiden. Oh je. Ich bin bald weg. Oje, oje, da sind sie. Da sind sie. Meine Erzfeinde. Aus gutem Grund. Uhu. Oh, Harmonie auch. Das gefällt mir gerade gar nicht. Schaff ich's? Ja. Perfekt, perfektes Timing. Nur schwächere von beiden. Da. Rausrollen. Und raus teleportieren.
Okay. Lauf, Boy. Oh, komm schon. Nicht mal Muni holen, ist gerade drinnen. Nein, ist nicht ausgegangen, Muni holen. Dann mal einer von denen verrecken, bitte. Nein. Keiner. Oi. Wow. Der Beinen habe ich dann. Dann ist es Zeit mal Muni holen. Mit der anderen Shotgun weitermachen kann. Er lasst mich sogar. Ja, das. Das kann ich mich erinnern, dass das letzten schon so schwer war. Wird nicht leichter mehr, das Spiel. Ich glaube, das Spiel hat am Anfang ziemlich viele. Was jetzt? Fliegende? Das ist ein großer Mist. Ja, wird nicht leichter. Ich glaube, es kommen dann noch Fliegende. Ah, Mist. Komm nicht mal zum großen Anschießen. Lauf. Irgendwann kommen wieder Fliegende. Wenn wir mal Shotgun snipen in der Zwischenzeit. Ab, ich glaube, ich schupfe doch rein. Immer genau in die Mitte, was nie gut ist. Oh, nee, ich glaube, letztens ist einer stecken geblieben. Wäre jetzt auch nicht schlecht. Uni. Viel männliches Schreien in dieser Episode. Ab, jetzt kommen sie. Wo sind die Fliegenden? Gibt's Fliegende? Nein, keine Fliegende. Oh, das wird eine Granatenparty. Ah, ey. Das war's schon mit den ganzen Kleinen da. Kein Wunder, dass der letzte 33 GB gehabt hat. Letzte Episode. So lang wie die Fights jetzt dauern schon. Ist da. Okay. Das haben wir auch mit einem Fallen da. Hopp, nein, ne?
Nope, war nicht zu klein. Komm, kriegen die auch? Ne, nur die Großen. Nur die VIPs. Boah. Ei. Komm schon. Only Game Hammer. So wie Shotgun Only Game. Oh. Wow. Wow. Nein. 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 Oh. Ich bin fertig mit dem Sturm. Oh. Tschüss.